Der SPD-Bundestagsabgeordnete Helge Lind hatte speziell gegenüber achgut.com schon im letzten Mai bewiesen, wie offen und tolerant er ist und was er vom Diskurs mit jenen hält, die die Bundesregierung nicht ganz so mögen wie er selbst. Dabei bewies er außerdem wortschöpferisches Können. Wenn man nun gezielt über jemanden in der einschlägig bekannten Achse des Guten 10 Wissenschaftler anspricht, die einschlägig bekannt sind dafür, dass sie fundamental die Position der Regierung ablehnen, dann ist das Ergebnis nicht Wissenschaft, sondern die Addition 10 renitenter Wissenschaftler. Ich bin es müde, diesen Mechanismus zu erleben. Nämlich immer wieder beobachte ich Männer im Mittelalter. Gelegentlich stecken sie übrigens auch Frauen im Mittelalter leider an, die in einer Form unerträglicher Japalamaritis und einem furchtbaren Hysteriewahn mit einer selbsternannten Dirty-Herifizierung auftreten und meinen, sie müssten den Mainstream bekämpfen. Das ist alles eine lächerliche, peinliche Pseudopose, die sich da aneignen. Denn das ist ein Zerrbild und eine Karikatur unseres Landes, die nichts mit der Realität hier zu tun hat. Und wer nach Helge Linds Diagnose nicht unter Japalameritis leidet, den kann er richtig ins Herz schließen. Meinen diesjährigen Ramadan-Gruß möchte ich verbinden mit einer Entschuldigung, mit einem Dank und einem Wunsch. Ich entschuldige mich mitten in der Pandemie dafür, dass gerade jetzt wieder so viele Musliminnen und Muslime, so viele Gemeinden unter Verdacht gestellt werden. Als ob sie die Pandemieregeln nicht einhalten würden und könnten. Das macht mich wütend. Ich entschuldige mich für die wieder auflebenden Islamdiskurse und all den Alltagsrassismus, der immer noch zur Tagesordnung gehört. Es ist doch wirklich unerhört, dass sich Muslime hierzulande immer noch Diskurse über ihre Weltanschauung gefallen lassen müssen. Ganz so wie diese Ungläubigen mit ihren ganzen Weltanschauungen. Ich wünsche mir, dass Musliminnen und Muslime in diesem Land sich endlich nicht mehr rechtfertigen und erklären müssen. Ramazan eines Kutlosum. Ramadan Mubarak wa kulu amin wa antum bi khair.